Ich habe immer wieder gemerkt, dass ich null Kondition habe. Na, ich muss Sport machen. Ich bin fick und fertig. Die Steine, die gucken mich immer an. Ja. Boah. Neue Beta, die schon wieder alt ist. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Da steht die Beta RR350, eine Leihgabe vom Klausi, Klaus Bretter, Motoschmiede. Und ich bin heute mit der Alex in Bielstein und wir gucken uns das Gerät hier mal ganz genau an. Neu und alt, ja, total verzerrt, ne? Wir haben Sommer und im Sommer kommen schon wieder die 24er Modelle. Das hier ist ein 23er Modell, also aktuell, und vor ein paar Tagen hat Beta gesagt, hau ruck, wir bringen die neuen Modelle raus. Also es ist der Wahnsinn, in welcher Taktung hier bei den Offroad-Fahrzeugen gearbeitet wird. Das ist schon richtig schick. Wie gesagt, wir gucken uns das Ganze geschmeidig an und dann fragen wir mal die Alex, was die so machen will heute. Hallo. Hallo. Was machen Sachen? Ich ziehe mich an, dass wir mal gleich fahren können. Also, es ist nur die Technik von dem Motorrad. Nein, Quatsch. Ich habe jetzt übrigens die Traktionskontrolle ausgeschaltet, weil ich das gar nicht anders kenne. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier sowas mit einer TC On fahre, weil das ungewohnt wäre für mich. Aber es gibt es. Also, du kannst diese Traktionskontrolle einschalten. Hier ist der Schalter dafür. Direkt vorne am Tank, und dann gibt es noch eine Sonne- oder Wolken-Zündkurve bzw. ein anderes Kennfeld, was du auch auswählen kannst. Also für schlechte Bedingungen, dann hast du ein bisschen mehr Drehmoment, und bei der anderen Kurve ist es, glaube ich, in der Spitze ein bisschen höher. Das ist aber auch was, was ich jetzt aktuell nicht nutze. Wir haben Top-Bedingungen hier in Bielstein und das macht so Spaß, das Bike, das ist richtig cool. Dann gucken wir uns das Bike nochmal im Detail an. Das Fahrwerk hatte ich ja schon angesprochen, also das ist eher jetzt auf der strafferen Seite. Hier steckt Kayaba drin, also da kannst du auch direkt mal ein Race mitmachen. Die Abstimmung ist eher, ja, wirklich straff und knackig. Ich habe jetzt hier mal alles ziemlich weit aufgedreht, so dass die Alex da ein bisschen einfacher mitfahren kann. Dann eben hier die schönen Achselfelgen, gefräste Narben, das kennen wir ja schon von Beta. Also mittlerweile, die bauen ja so schöne Motorräder, ist echt gut. Bereift auf dem Six Days Extreme von Metzler,
auch eine feine Wahl. Ja, und dann geht es hier weiter. Der Tank ist transparent weiterhin. Kupplungsdeckel ist zweigeteilt. So kannst du dann im Endeffekt, ohne den großen Deckel abnehmen zu müssen, an die Kupplung ran. Rasten haben sehr guten Grip hier, auch mit den Pins ist gut gemacht. Gutes Feeling auch für die hintere Bremse, die auch aus dem Hause Nissin kommt. Und ein richtig schönes, schönes Kettenrad hier. Ne? Also zwei Komponenten, Innenring Alu und das Rad selber aus Stahl. Ja, dann gucken wir hier die Seite noch an. Was fehlt, ist tatsächlich der Lüfter. Der kann aber nachgerüstet werden, ne? Wenn du viel klettern gehst, das passt. Dafür serienmäßig die gefräste Gabelbrücke, die man auch hier verstellen kann. Also kannst den Lenker in der Position verändern. Da hast du mehrere Positionen übrig. Kupplung ist hydraulisch und von der Bedienkraft her schön easy. Also das passt mir gut. Der Klausi wollte noch X-Rip drauf machen, draufpacken. Ich guck mal, dass ich mir die Reifen organisiere und auch noch so ein Montagegerät. So eins habe ich mir jetzt mal ausgeliehen. Ich finde es okay. Da würde ich echt noch mal gerne drauf eingehen. Aber ich brauche so ein Gerät einfach mal, um dieses Mousse zu montieren, dass man da einfach mal immer mal wieder wechseln kann. Ne? So, und da haben wir hier nochmal die Draufsicht, super schlank. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn man jetzt gar nicht mehr so im Thema drin ist und so viel rein Enduro oder Sport-Enduro fährt, ist es natürlich schön, mit einem modernen Motorrad zu fahren, gar keine Frage. Meine 2017er RR350 tut ihren Dienst auch noch sehr, sehr gut. Die ist ja fast wie neu, da bin ich so gut wie gar nicht zum Fahren gekommen. Ich bin natürlich froh, dass der Klausi gesagt hat, hey Jens, ich stell dir mal so ein Ding hin. Wenn die jetzt bei mir fertig ist, dann geht die direkt auf direktem Weg nach Bosnien zu den Jungs, zu Enduro Spirit Bosnia, um da dann einfach ihr zweites Leben zu führen. Ja, zu fristen, wollte ich gerade sagen. Ja, die armen Mopeds. Aber die Betas machen das ganz gut mit, was man so mitkriegt. Und hier nochmal der Hinweis, in Bosnien stehen aktuell 5 Tenerés, die man auch mieten kann für Panoramatouren. Also hier der Tipp an dieser Stelle, check das mal aus. Ich hau ich mal den Link noch da rein. Von den Jungs in Bosnien, wie gesagt, die sind jetzt gut aufgestellt, haben Fahrzeuge da für euch und dann kannst du auch mit der Maxi Enduro schön das Land erkunden. Nicht nur mit den Sport-Enduros. Also Tipp an dieser Stelle. Hier wird sicherlich einiges noch kommen mit der RR350. Wie gesagt, die haben wir noch ein paar Tage, das passt uns ganz gut. Da haben wir gar keinen Stress damit und ab und zu wird hier Alex damit mal fahren. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ne, das ist so immer so ein Auf und Nieder, immer wieder. So wie so ein bisschen Achterbahn fahren. Ne? Mal hat sie Bock, 5 Minuten später ist das wieder alles Kacke und dann hat sie wieder Bock. Ich bin geduldig. Hier Durchzug, so ein bisschen so. Mega schönes Motorrad und so leicht zu fahren. Ne? Du bist ja auch gefahren schon, die 350er. Du darfst auch sprechen. Ja. Ja. Und ich muss sagen, der Motor ist ein Traum. Sehr linear, sehr
gleichmäßig, der fordert nicht. Also das Ding läuft wie so ein Uhrwerk. Was ich echt gut finde, ist so Lenker, Sitzbank, Rastenposition. Das ist so wirklich sportlich. Mit dem Kayaba-Fahrwerk ist es allerdings so, dass es schon echt straff ist. Und ich habe die komplett aufgedreht für die Alex, aber sie ist immer noch straff. Aber lieber so rum, dass man alles aufdreht, wie dass man irgendwo an die Grenzen kommt und dann irgendwie ein Fahrwerk-Setup machen muss. Also für den Normalo würde ich sagen, Luftdruck checken, Öl checken und losmachen. Bremse ist Nissin, ist eigentlich nichts Neues, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und eben mit der Racing, wie die Experten unter euch wissen, ist es so, dass du serienmäßig auch hier eine gefräste Gabelbrücke drin stecken hast. Also echt schick. Die Räder sind von Axel, das ist auch fein. Es gibt gefräste Narben, auch schön. Also da musst du im Endeffekt nichts mehr machen. Einfach nur noch diese klare Folie abziehen, schön auspacken und losfahren. Das mache ich jetzt. Ich fahre noch ein Stückchen. Die Huckelpiste fand ich wieder cool. Das hat mir wieder gefallen. Da war der Boden richtig schön. Dreimal bin ich da durchgefahren. War so ein geiles. Die ganzen Leute da hinten eingestaubt. Ist egal. Die kennen das. Hast du gesehen, wie die da gegrillt haben? Boah. Ich hätte jetzt Bock auf was zu essen gleich. Hier. Ja, wir haben auch noch Würstchen. Wir können so auch was kochen. Ja, wir sind nämlich mit unserem Häuschen unterwegs. Mit Strom, mit Werni, mit allem Mann. Sollen wir schnell was essen? Ja. Ich glaube, ich ziehe mich einmal aus, lüfte mich ein bisschen und dann mache ich uns was zu futtern. Fertig. Hast du neue Stiefel? Boah, die sind so geil, Leute. Ohne Scheiß, die sind so gut. Ich muss sagen, die anderen sind natürlich auch super gut, aber die haben unten drunter so ein richtig krasses Profil. Und wenn man auf dem Motorrad fährt, dann fressen die sich richtig in die Fußraste rein. Ja, du kannst deinen Fuß gar nicht mehr so hin und also es rutscht überhaupt gar nicht. Die gehen da rein und bleiben da drin, wie festgeklebt. Und hast du wieder hier mit Rabattcode oder was gekauft? Wie immer. Ich hab's, ne? Ich bin so ein Sparfuchs. Ich bin so ein richtiger, ich guck immer, wo es Rabattcodes gibt und dann gönne ich mir. Kann ich wieder sparen und kann ich mir wieder was holen. Ich habe mir auch Socken gekauft, die habe ich gerade auch noch an. Die sind richtig geil, da werde ich mir noch welche von bestellen. Da schwitzt du gar nicht drin, ne? Willst du mal riechen? Nein. Der aktuelle Tarif, um hier mit dem Motorrad zu fahren, liegt bei 28 Euro pro Nase. Du kannst hier mit einem Transporter anreisen, mit einem kleinen Camper. Das Campen ist auch möglich, kostet aber extra. Das Motorrad braucht hier keine Zulassung. Also wenn du ein Motorrad hast ohne Zulassung, kein Thema. Es steht nirgendwo geschrieben, aber man muss hier mittlerweile auch so ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu laut wird vom Motorgeräusch. Ansonsten ist es hier immer eine Reise wert. Allerdings muss ich dazu sagen, sind teilweise die Spuren schon stark ausgefahren. Also du hast teilweise sehr ausgeprägt die Steine, die dich dann anlachen. Die kann man jetzt ignorieren. Oder, wie das so ist bei Einsteigern, fokussieren. Allerdings muss man das wissen und hier kommt, glaube ich, jeder auf seine Kosten. Also ich glaube, wenn du hier alles fährst, hast du auch international keine Schwierigkeiten, irgendwas anderes zu fahren. Also, fahren, fahren, fahren.
genießen, genießen, genießen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in 3-4 Tagen wieder. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten gibt es noch die Playlist, da sollte für jeden was dabei sein. Bei über 700 Videos, die gelistet sind und auch in den Playlists sind. Checkt das mal aus. Ciao.